Name ist Markus Heng, ich bin hier einer von 5 Leuten aus dem sogenannten Koordinierungskreis der emanzipatorischen Linken. Die Julia Bonn, die Eröffnung machen wollte, ist leider krank, die möchte ich hier an der Stelle entschuldigen. Die emanzipatorische Linke ist eine sogenannte Strömung, ein Zusammenschluss in und bei der Partei Die Linke. Das bei uns können Leute mitmachen, die Parteimitglieder in der Partei Die Linke sind oder auch nicht. Und wir begrüßen alle recht herzlich zu dieser Veranstaltung, Macht ohne Herrschaft. Wir haben ungefähr 12 Monate daran gearbeitet, mit Höhen und Tiefen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ein paar technische Bemerkungen noch, bevor ich noch ein paar Worte sage. Wir haben einen Livestream hier. Der Jörg organisiert den Livestream. Und Jörg sagt ein bisschen was zur Aufnahme und zur Persönlichkeitsrechten. Ne? Ja, ich sag nur eben was. Hier ist ja eine öffentliche Veranstaltung. Gestreamt hier der vordere Bereich, das Publikum nicht. Also zu hören seid ihr natürlich, wenn jemand was sagt. Wenn jemand unbedingt in den Stream möchte, bei mir erzählen, muss er nach vorne kommen. Ich glaube, das ist nicht so. Ja, so viel dazu. Das ist hinterher live zu sehen im Archiv. Jetzt live auf Castor TV und nachher auch im Archiv bei Castor TV oder auch im Kanal da ganz normal auf Livestream kommen. Ja, schönen Dank. Gut. Und dann legen wir auch schon gleich los, weil viel mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Zur Versorgung, Essen und Trinken ist da hinten, Toiletten sind da draußen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr mich fragen oder den Reik oder den Frank oder den Romo oder sonst Leute. Ich denke, das kriegen wir heute ganz gut hin. Und dann fangen wir eigentlich gleich mit dem ersten Programmpunkt an, nämlich mit dem Robert Weber. Und ich stecke dafür jetzt erstmal die Technik um und hoffe, dass es funktioniert. Sind jetzt auch wach und die Kopfhörer sind nicht nur vom Kopf geflogen. Das funktioniert. Das verzerrt total. Ich muss auch anderen. Geh nochmal runter. Wo waren die vorher drin? Ja, oder müssen die gehen? Aber geh nochmal runter wegen dem Lärm. Also ich muss das mal überprüfen, so ist das ja nicht. Störung. Ich bin eingeladen worden von meinem Freund Carsten Krampitz. Wo ist er? Ach, da hinten, ganz am Ende. Und zwar aus zwei verschiedenen Gründen, die sich eigentlich von selbst erklären, beziehungsweise so nach und nach. Der erste Beitrag ist ein Filmbeitrag zu unserer 2. Mai-Demo. Der Grundgedanke dafür war, also wenn es eine Demonstration für der Gewerkschaften gibt, für die Arbeiter, sollte man auch eine machen für die Arbeitslosen. Und wir haben damit eben verschiedene Forderungen verknüpft, die Grundsatzforderung eigentlich, kein Zwang zur Lohnarbeit. Also es sollte niemand dazu gezwungen werden, zu arbeiten. Alle, die arbeiten möchten, kein Problem. Die, die nicht arbeiten möchten, sollte man in Ruhe lassen und mit einer bestimmten Grundsicherung versorgen, wie
dass das Hartz-IV-Amt ja auch macht, bloß eben in Verbindung mit Repressalien und so weiter. Die sollten wegfallen, das ist eben so die Grundforderung gewesen. Die Demo findet immer am 2. Mai statt, um 13 Uhr am Segenfelder Platz. Es ist jetzt diesmal, glaube ich, schon die 8. oder 9. Bei der 3. habe ich aufgehört mitzuzählen. Am Anfang war es so, dass wir so 20 Leute waren. Also wir haben natürlich beantragt, die Schönhauser Allee zu sperren, beidseitig. Dann waren wir da, waren ungefähr dieselbe Anzahl an Polizisten auch da, also Motorradstaffel war da, verschiedene Einsatzwagen, die wurden dann alle wieder abgezogen, es wurden uns dann zwei Polizisten zugeteilt und die haben gesagt, also Schönhauser Allee können wir nicht sperren, ob es okay ist, wenn wir auf dem Bürgersteig demonstrieren. Dann haben wir gesagt, kein Problem, machen wir. Und das hat sich dann immer, also es ist keine Großdemonstration geworden, deswegen ist er aber auch sehr sympathisch. Inzwischen sind es, glaube ich, zwischen 300 und 500 Leute, die immer kommen. Setzt sich aus sehr vielen Gruppierungen zusammen, die ich alle nicht mehr so unterscheiden kann. Organisiert wird das Ganze von den Berliner Lesesünden im Großen und Ganzen. Das ist, sind literarische Zirkel, ich weiß nicht, ob die kennen, die sich wöchentlich treffen und ihre Texte vortragen, die einen humoristischen, aber auch einen durchaus politischen Anspruch haben und den praktisch auszudrücken und auf die Straße zu tragen, gibt es eben diese 2. Mai-Demo. Teilnehmer der Demo äußern sich über ihre Gründe, warum sie da hingehen in diesem Film. So. Und deswegen starten wir den mal, weil viel mehr braucht man nichts zu sagen. Du könntest jetzt ein bisschen hochziehen, die Lautstärke, aber nicht an den an diesem Regler, genau. Erwerbsarbeit definiert und auch eine Arbeit oder worüber auch immer.
Signal für das Gehirn die Arbeit übernehmen. Und die Menschen machen nur noch das, was sie Lust haben. Und momentan sieht es ja so aus, eigentlich, dass 80% der Arbeitsplätze, die jetzt noch existieren in Deutschland, eigentlich völlig unnötig sind. Die können Probleme wegrationalisiert werden, durch Maschinen übernommen werden. Die werden aber nicht, also deswegen nicht wegrationalisiert, weil man den sozialen Frieden nicht gefährden will. Aber plötzlich müssen 21% der tätigen Bevölkerung tatsächlich arbeiten. Dadurch, dass es natürlich sehr wenig sind, müssen die natürlich sehr, sehr viel verdienen. Und dann der ganze Niedriglohnsektor würde wegfallen, die ganze Angst würde wegfallen, die Angst der Unterdrückung des Arbeitsplatzes, der Druck der Bosse, sage ich mal so populistisch, auf den kleinen Mann, der wäre völlig obsolet. Wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte. Und deswegen geht es dieser Bemühung auf die Bundeswehr. Jetzt nicht unbedingt, dass alle Menschen alles niederlegen und die Leute, die wirklich arbeiten, auch wirklich vernünftig bezahlt werden und nicht wie heute, dass man kaum genug Geld kriegt zum Überleben bzw. trotzdem noch zum Hartz IV antreten muss. So, ich mache das mal aus. Vor etwa 10 Jahren hat ein sehr guter oder mein bester Freund, Referent Stein, ein Gebet verfasst. Das hatten wir dann seit dieser Zeit wöchentlich unseren Veranstaltungen mit unserem Publikum, mit unseren Zuschauern gebetet. Ein Gebet gegen die Arbeit. Referent Stein ist leider von uns gegangen vor einigen Jahren schon. Das Gebet lebt weiter. Und dem liegt eine Theorie zugrunde, die Theorie des morphischen Feldes. Also ein morphisches Feld ist ein Kraftfeld, das alle Gedanken aufnimmt und das eigentlich immer an derselben Stelle bleibt. Aber die Erde dreht sich unter diesem morphischen Feld weiter und der Gedanke wird praktisch an die Menschen, die sich unter diesem Feld befinden, weitergegeben. Je mehr Menschen sich auf einen Gedanken konzentrieren, desto stärker wird dieses morphische Feld. Und um dieses Feld zu konzentrieren, gibt es eben das Gebet gegen die Arbeit, bei dem ich euch bitten möchte, liebe Gemeinde, das mit mir zu sprechen, auch wenn ihr vielleicht nicht ganz der Überzeugung seid, einfach mal 5 gerade sein lassen, beide Augen zudrücken, sagen, okay, das mache ich jetzt mal mit. Ich bete vor, ihr betet nach. Also ganz einfach, nicht weil ich jetzt hier irgendwie der große Vorbeter bin, sondern einfach weil es einfacher ist, als wenn jeder einen Zettel in die Hand hält und es dreimal besser. Geisel der Menschheit. Verflucht seist du bis ans Ende aller Tage. Verflucht seist du bis ans Ende aller Tage. Du, die du uns Elend bringst und Not. Du, die du uns Elend bringst und Not. Uns zu Krüppeln machst und zu Idioten. Und schlechte Laune schaffst und unnütz Zwietracht säst. Säst.
sehr lange Jahre Erfolg, also die Arbeitslosigkeit ist stetig gewachsen, bis dann der Antichrist zugeschlagen hat und seitdem sinkt sie wieder. Allerdings dann auch eben nicht auf eine angenehme Art und Weise, dass man jetzt eben, wie ich schon sagte, man arbeitet und bekommt wenigstens vernünftig Geld dafür, sondern man arbeitet und hat trotzdem nichts Vernünftiges im Kühlschrank. Gut, also Dankeschön fürs Einladen und wenn Sarah Wagenknecht noch kommt, dann grüßt sie von mir. Ne? Thema, aber ich werde es versuchen, relativ kurz zu machen und hoffe, mich verstehen alle. Soweit. Ein bisschen lauter könnte es sein. Oder Mikro nehmen. Also, mein vorgegebenes Thema war libertäre Freiheit heute. Und vorab einige Anmerkungen zum Titel dieses Vortrags, den ich mir selbst ja nicht ausgedacht habe, sondern der mir vorgegeben worden ist, meines Erachtens einer Erklärung bedarf. Libertär bedeutet einfach nur freiheitlich und schließt ideengeschichtlich ebenso die Liberalen und Libertarians, also Anarchokapitalisten, mit ein, die wir schon im 18. und 19. Jahrhundert, so auch heute, eigentlich nichts weiter anderes im Sinn haben als eine persönliche Freiheit, die sie dazu benutzen können, sich ökonomisch möglichst ohne vom Staat gesetzte Grenzen zu entwickeln. Somit mag der Begriff libertär unter Umständen, wenn es um den Begriff Freiheit geht, richtig sein, aber für mich als Anarchist ist libertär zu schwammig. Und kein Garant dafür, dass Libertäre und oder Liberale jene Freiheit meinen, die ich vertrete. Die Freiheit des einen ist hier eher die Unfreiheit des anderen. Denn der klassische Liberalismus kommt nicht ohne sein Eigentum aus und somit nicht ohne einen Minimalstaat, der bereit ist, notfalls für das Eigentum seiner reichen Untertanen den Rest seiner armen Untertanen mit Gewalt in Schach zu halten. Fazit: Nicht alle, die von Freiheit reden, wollen die Freiheit mit ihren Mitmenschen bedingungslos teilen. Zum Begriff Freiheit. Diese Freiheit ist inzwischen so beliebig und unverbindlich geworden, dass es schon fast schmerzt. Wenn ein aktiver Christ und oberster Repräsentant des Staates wie Herr Gauck Freiheit zu seinem Lieblingsthema ernennt, dann läuft es mir ehrlich gesagt ziemlich eiskalt den Rücken runter, denn in meinen Augen ist Herr Gauck in doppelter Hinsicht unfähig, diesen Begriff adäquat zu erklären, ohne sich selbst permanent ins Abseits zu stellen. Denn Gott und der Staat lässt Freiheit nur in dem Maße gelten, in deren Herrschaft nicht angetastet wird und wenn Herrschaft, also eine Macht, egal ob der Staat oder der liebe Gott, über mich bestimmen kann, werde ich niemals frei sein können. Der Mann kann also nur sich selbst die Taschen voll lügen, mehr nicht. Im Namen der Freiheit werden Kriege geführt, Staaten gegründet und so weiter. Oder in pervertierter Form von den Nazis in die zynische Parole Arbeit macht frei bezweckt. So kommt es hier zum Thema. Dementsprechend muss Freiheit auch definiert werden. Und jetzt noch zu dem zeitlichen Punkt, also Freiheit heute. Heute leben wir in einer gänzlich anderen Welt als etwa noch die klassischen Sozialisten.
So bleibt letztlich der Kernpunkt der Forderung auf das Recht nach einem autonomen und freien Individuum von der Zeit unangetastet. Die äußeren Umstände haben sich geändert, der Kern bleibt der alte, eine größtmögliche individuelle Freiheit in einer freiheitlichen Gesellschaft. Freiheit als philosophischer Begriff. Die Philosophie teilt den Begriff Freiheit in eine negative und eine positive Freiheit, wobei hier die Begriffe negativ und positiv nicht als schlecht und gut fungieren, sondern Freiheit als gegen etwas beziehungsweise durch Willen und Handlungsfreiheit zu etwas zu kommen, interpretiert werden. Letztendlich aber bedingt das eine das andere. Da Freiheit einem ja nicht geschenkt werden kann, lediglich Voraussetzungen können angeboten werden, beginnt der Mensch meistens damit, als erstes zu formulieren, was er nicht möchte. Dies zu erkennen und zu formulieren, ist der erste Schritt auf einem langen Weg. Sagen zu können, was Mensch will, ist wesentlich schwieriger. Das Wissen um das, was Mensch nicht will, wie die Formulierung des Wunsches, was Mensch möchte, erlangen wir nur in der Interaktion mit anderen Menschen. Es gibt keine Freiheit nur für mich, ohne die Freiheit aller anderen. Denn Freiheit bedeutet, dass Menschen sich auf gleicher Augenhöhe begegnen, jede und jeder über die gleichen Rechte verfügt. Dabei mag es egal sein, ob ich unter 5 Margarinesorten auswählen kann. Entscheidend ist, dass alle Menschen, in dem Falle, Zugang zu gesunden Lebensmitteln in ausreichender Menge haben. Diese gleichen Rechte bedeuten aber nicht Gleichheit. Jeder Mensch ist anders. Es bedeutet, dass die Freiheit in den vielfältigen Möglichkeiten, die die Gesellschaft allen vorbehaltslos zur Verfügung stellen sollte, liegt. Die Philosophie betrachtet das Problem Freiheit in erster Linie als ein transzendales. Der Anarchismus hingegen als ein politisches, ein individuell und gesellschaftlich lösbares Problem. Der Aufklärer Jean-Jacques Rousseau interpretiert die Freiheit als das Nicht-Tun zu müssen, was man nicht will. Also die Grundlage, sich selbst als ein freiheitliches Individuum zu entwickeln. Darin kann ein konkret politischer Schritt gesehen werden. Zu wissen, was ich nicht will, bedeutet, mich dagegen aufzulehnen und Überlegungen anzustellen, was ich eigentlich will. Freiheit ist ein universelles Phänomen, doch die Freiheit bedeutet für die unterschiedlichen Menschen auch ganz individuelle Realitäten. Freiheit als Kern einer anarchistischen Lebenshaltung. Die verschiedenen Formen von Anarchismen, die weniger in Konkurrenz, denn in Ergänzung zueinander stehen sollten, haben einige Berührungspunkte, die als Minimalkonsens einer gemeinsamen Definition gelten. Dazu gehört unter anderem die Freiheit von den verschiedenen Arten von Herrschaft, die der Mensch über den Menschen ausübt. Und damit auch das Eintreten für eine individuelle Freiheit. Es gilt auch zum Beispiel für die kollektivistischen und kommunistischen Anarchisten. Je stärker das Individuum, desto stärker ist auch das Kollektiv und es schützt vor einer negativen erneuten Entwicklung, wo sich zum Beispiel wieder neue Hierarchien entwickeln können. Eine antiautoritäre Bewegung, wie sich die anarchistische versteht, ist permanent in einer Lernphase. Das Miteinander muss geübt und vor allem gelebt werden. Ob in einer Landkommune, einem Kollektivbetrieb oder einer politischen Gruppe bis hin zur Liebesbeziehung. Ein mögliches Scheitern an unseren Ansprüchen muss als Lektion betrachtet werden, nicht als Niederlage. Für mich als Anarchist bedeutet Freiheit in erster Linie Herrschaftslosigkeit und antipatriarchale Strukturen. Hier hat der Staat keine Existenzberichtigung, weil es um die Gesellschaft geht und wir davon ausgehen, dass niemand fremdbestimmt sein möchte. Die Basis fast aller Anarchisten ist die soziale Interaktion. Dazu bemerkt der Anarchist Erich Mühsam, für den Freiheit zu einem gesellschaftlichen Prinzip wird, die Erkenntnis der anarchistischen Lehre ist, es gibt keine Ordnung ohne Freiheit und Staat und Zentralismus, Autorität und Macht sind unvereinbar mit aller Freiheit, sie sind auch
aus der mühsamen Schrift Befreiung der Gesellschaft vom Staat, die unter anderem in der DDR als unrelevant nicht in den gesammelten Werken damals erschienen sind. Eine vom Anarchismus verstandene individuelle Freiheit kann immer nur eine gesellschaftliche Freiheit bedeuten. In einer kapitalistischen Gesellschaft kann es vielleicht individuelle Freiheit geben, aber nur entweder auf Kosten der Unfreiheit anderer oder in geduldeten Freiräumen, die einer generellen Verwertbarkeit keinen Abbruch tun. Die gesellschaftliche Freiheit, wie sie Erich Mühsam versteht und auch Peter Kropotkin, stützt sich auf das Prinzip der gegenseitigen Hilfe. Die anarchistische Idee geht von einem positiven Menschenbild aus, bei dem Freiheit als ein natürliches Grundbedürfnis aller Menschen angesehen wird und der Staat ihn daran versucht zu hindern. Die Lösung des sozialen Problems ist somit nicht der Staat, wie es die politische Philosophie der Neuzeit uns weismachen will, sondern der Staat ist der Verursacher der sozialen Probleme. Eine freiheitliche Gesellschaft bedarf keiner Reglementierung. Dies regelt die freie Vereinbarung der Menschen untereinander. Anarchismus ist eine Lebenseinstellung mit hohen ethischen Werten, die natürlich hier in unserer Gesellschaft per se zu Widersprüchen führen muss. Wenn etwa der Philosoph Adorno seinen berühmten Satz "Es gibt kein richtiges Leben" im Falschen proklamiert, dann mag das Linksradikalen als Parole dienen, aber gesellschaftspolitisch ist es eine Katastrophe. Was wäre denn das richtige Leben und wer definiert es? Eine Gesellschaft, also die Definition kann eigentlich dann nur wiederum in der Interaktion eigentlich untereinander passieren. Eine Gesellschaft etwa, die nur aus Anarchistinnen bestehen würde, glaube ich, wäre mir zu langweilig. Es kann nicht darum gehen, dass alle einer Meinung sind. Es kann nur darum gehen, dass wir uns alle so weit wie möglich die Freiheit geben, ohne uns gegenseitig einzuschränken. Da könnte man die Frage mit noch anschieben, wenn eine Politik wie etwa in den ehemaligen sozialistischen Ländern über 90% Zustimmung bekommt, dann ist eigentlich die Frage, was hat da überhaupt noch Staat gehabt? Also eigentlich waren sich ja alle einig, was sie wollten. Kein richtiges Leben im Falschen mag als sozialdemokratische Stammtischgängerin eine Parole sein, die sie zum Nichtagieren veranlasst. Ebenso das radikale Alles oder Nichts. Natürlich wollen wir das alles, aber das Nichts haben wir ja schon. Wir müssen einfach in dem irgendwie falschen Leben mit dem Richtigen anfangen. Anarchisten sind keine Heiligen, aber auch sie machen Fehler, haben ihre Schwächen und so weiter. Anarchistische Ideale werden dadurch nicht falsch, weil deren Voraussetzungen noch nicht optimal sind. Wir wollen doch alle irgendwie ein gutes Leben, aber es wird nie von Widersprüchen frei sein. Das anarchistische Prinzip schlägt lediglich andere Formen des Zusammenlebens vor, welches ein größeres Maß an Freiheit für jeden Menschen beinhaltet. Und dem steht Machtstreben, Herrschaftspolitik und Unterdrückung im Wege. Das richtige Leben hilft, es gemeinsam zu erkämpfen und zu entwickeln, auch wenn wir im Moment noch im Falschen sind. Um einen Anfang zu wagen, ist es nie zu früh. Die größte Hinderung an einer freien individuellen Entwicklung sind für uns Hierarchien jedweder Art. Vom autoritären Familienleben über das kapitalistische Wirtschaftssystem zu den Ordnungshütern von Polizei und Armee bis zu den Volksvertreterinnen. Alles ist hierarchisch organisiert, damit möglichst reibungslos bestimmte Menschen, selbst wenn sie Konstrukte wie den Staat oder das Volk überstülpen, eigene ökonomische Interessen verfolgen können. Zu diesem System von nach unten treten und nach oben buckeln gehört es, auch jedwede Verantwortung zu delegieren. Was andersherum dazu führt, dass die da unten von denen da oben irgendwie versorgt und geschützt werden, scheinbar. Das wäre eigentlich auch so ein Thema für dieses bedingungslose Grundeinkommen. Also irgendwie hätte ich das Unbehagen, wenn der Staat
Fürsorge, die in der Regel dazu dient, Ruhe im Land walten zu lassen, die delegierte Verantwortung zurückzuerobern und das Leben in die eigene Hände zu nehmen. Wenn Politikerinnen davon reden, dass sie Verantwortung übernehmen, dann bedeutet dies schlichtweg eine riesige Täuschung. Für Politikerinnen bedeutet dies meist eher eine Gehaltsstufe niedriger und Medienentzug, aber sonst nichts Ernsthaftes, weder ökonomisch noch juristisch. Dies ist aber nach all der Bevormundung und stetigem Ausbau eines Sozialstaates bei vielen eher mit Angst besetzt. Die kann man vielleicht als Beispiel nehmen, Nordhauser Fahrradwerke, die damals in Insolvenz gegangen sind und die streckenweise in Selbstverwaltung übernommen worden sind, wo ein Strike-Bike draus wurde, da haben lediglich sich 10% der Belegschaft dafür entschieden, die Selbstverwaltung zu übernehmen, während 90% lieber in die sozialen Netze des Staates gefahren sind. Wobei das jetzt nicht zu bewerten ist, also da mag es unterschiedliche Gründe für geben, aber für mich ist eher ein Zeichen, dass die Angst eigentlich von der Selbstständigkeit oder von dem selbstverantwortlichen Handeln relativ groß ist. In erster Linie bedeutet also auch der Wunsch nach Freiheit, seine Angst zu verlieren. Und wer seine Angst verliert, fürchtet auch den Patriarchen und die Repression des Staates nicht mehr. Im klassischen Sinne bedeutet die Freiheit uns Anarchisten auf eine kurze Formel gebracht, die bereits im 19. Jahrhundert kursierte: ni Dieu ni Maître, also kein Gott und kein Herrn. Fazit. Im anarchistischen Sinne ist Freiheit nicht nur ein philosophisches, sondern vor allem ein gesellschaftliches und politisches Problem, welches realisierbar ist. Es kommt nur nicht von allein und wir brauchen nicht darauf zu warten, dass uns jemand die Freiheit hinterherträgt oder schenkt. Freiheit bedeutet in erster Linie, dass jeder und jeder für sich selbst klären muss, was er oder sie nicht will. Im zweiten Schritt, der sich aus dem Kämpfen und Auseinandersetzungen ergibt, wäre dann zu klären, was will ich? Schon auf dem Weg zur Klärung dieser beiden Fragen werden befreiende Elemente auftauchen, die es zu erspüren gibt. Mit der Freiheit verbunden ist die Verantwortung für das eigene Handeln. Es gibt nicht Punkte zu sammeln für ein Leben nach dem Tod. Wir haben das hier und jetzt. Es gibt auch keinen Wettbewerb, wer besitzt meiste Freiheit, sondern jede verantwortliche Handlung, und sei sie noch so unscheinbar oder klein, der uns zusammen weiterbringt, ist wichtig. Den Geschmack einer einmal gekosteten Freiheit werden wir niemals los. Entweder werden wir uns für sie täglich einsetzen oder wir werden vom System geschluckt. Schon deshalb kann das bestehende System keine Alternative sein.